Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr DLNA unter eurer Nextcloud einrichten könnt und damit dann mit netzwerkfähigen Geräten wie beispielsweise einem Smart TV auf Inhalte auf eurer Nextcloud zugreifen könnt. Was ihr dafür alles braucht und wie genau das Schritt für Schritt geht, das seht ihr jetzt. Du benötigst Unterstützung bei deiner Nextcloud-Installation? Oder du kommst an einem Schritt nicht weiter? Dann melde dich gern bei mir. Egal ob Privatanwender oder Unternehmen, ich helfe dir Nextcloud nach deinen Wünschen zu installieren und zu konfigurieren. Schreib mir einfach eine Mail an cloud@apfelcast.com. Der DLNA-Service ist ein standardisiertes Protokoll, das eben dazu dienen soll, Medien wie Bilder, Videos und Musik im Heimnetzwerk möglichst vielen Geräten einfach zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet und hat auch den Vorteil, sehr viele Smart-TVs, auch schon etwas ältere, unterstützen diesen Standard, aber auch andere netzwerkfähige Entertainment-Geräte, sage ich jetzt mal, wie eine Xbox, wie eine Playstation oder auch viele Tablets, unterstützen diesen Standard von Haus aus. Das heißt, an der Seite müsst ihr nichts aktivieren. Und falls ihr das noch nicht habt, also kein Gerät, das DLNA unterstützt, könnt ihr das zum Beispiel mit einem Raspberry Pi mit Kodi wirklich bei jedem Gerät nachrüsten, das ganz einfach einen HDMI-Anschluss hat. Die einzigste Voraussetzung für diese Anleitung ist eigentlich ganz einfach, dass sich euer Nextcloud-Server in eurem Heimnetzwerk befindet. Dabei ist es allerdings ganz egal, ob das jetzt ein Raspberry Pi ist, auf dem Nextcloud läuft, ob das vielleicht eine virtuelle Maschine innerhalb von einem Proxmox-Server ist oder jede andere Art von Heimserver, der ganz einfach auf Linux basiert. Was ihr sonst noch sicherstellen solltet, ist ganz einfach, dass ihr euch via SSH auf dem Nextcloud-Server einwählen könnt. Dann ist aber auch schon alles bereit und wir können jetzt mit der Anleitung loslegen. Ich bin jetzt hier auf meiner Nextcloud angekommen. Allerdings sind die ersten Schritte, die wir hier mal machen müssen, nicht im Browser, also im Webinterface von Nextcloud zu erledigen, sondern via SSH im Terminal von dem jeweiligen Server, auf dem dann eure Nextcloud läuft. Ich bin jetzt hier auch schon auf dem Terminal, wie ihr seht, hier eingeloggt. Und das ist natürlich ganz egal, ob das jetzt hier ein virtueller Server ist bei euch im Netzwerk über ein Proxmox beispielsweise, ob das ein Raspberry Pi ist oder sonstige Art von Server, solange da Linux drauf läuft und ihr eben einen SSH-Zugriff habt, könnt ihr das für alle möglichen Varianten, so wie ich es euch jetzt hier zeige, verwenden. Nun, als erstes müssen wir uns ein neues Paket installieren, den sogenannten Mini-DLNA-Server. Neuerdings heißt er auch Ready-DLNA, aber das Paket, was wir gleich installieren müssen, nennt sich immer noch Mini-DLNA. Und wie immer, bevor wir ein Paket installieren, aktualisieren wir natürlich die Paketquellen ganz einfach mit apt-get update. Ist das erledigt, können wir mit dem Befehl apt-get install und dann Mini-DLNA das folgende Paket dann eben installieren. Ist dieses Paket hier installiert, dann schauen wir uns mal die Config von dem Mini-DLNA-Server an. Das geht ganz einfach mit nano und dann /etc/minidlna.conf. So, jetzt sind wir hier drin. Wir müssen eigentlich auch gar nicht viel hier abändern. Wie ihr seht, geht es eigentlich unten nur um die Standard-Directory, wo dann eben die Daten liegen, auf die dann eben der Mini-DLNA-Server bzw. nachher auch der Mini-DLNA-User an dem Fernseher oder sowas dann zugreifen kann. Wenn ihr eure Daten von Nextcloud eh auf dem internen Laufwerk von eurem Server liegen habt, also beispielsweise nur ein Laufwerk habt, da liegen eben eure Nextcloud-Daten und euer Betriebssystem an sich, dann könnt ihr diese var/lib-Sache hier beibehalten. Habt ihr jetzt aber beispielsweise eure Nextcloud-Daten auf einer zusätzlichen Festplatte, auf einem externen Laufwerk, wie auch immer, dann solltet ihr das einfach auch darauf liegen, darauf hinpacken, eben den Pfad hier abändern. Das hat ganz einfach den Grund, dass später, wenn ihr hier größere Datenmengen drin habt, wie das ja vielleicht bei Filmen oder Videos schnell mal passieren kann, dann habt ihr den Festplattenplatz dann auch eben entsprechend genutzt. Das heißt, eine kleine interne Festplatte wird nicht sehr schnell voll, sonst das würde dann eben auch auf der großen landen. Da würdet ihr einfach den gleichen Pfad angeben, zum Beispiel mount/hdd, wie auch immer. Ich habe jetzt hier bei dieser virtuellen Maschine nur eine Festplatte, deswegen lasse ich sie auf den Standardpfad. Ich kopiere mir aber hier einmal den Pfad gleich mit, den brauchen wir gleich nochmal. Ich kann das Ganze jetzt hier einfach schließen, wenn ihr es abgeändert habt, dann einfach noch speichern davor. So, was ich jetzt mache, sind hier die Zugriffsrechte auf den Pfad zu ändern, wo Mini-DLNA drin liegt. Das hat ganz einfach den Grund, dass es hier schwer ist, genaue Nutzer nachher zu definieren. Da greift ein Fernseher drauf zu, da greift vielleicht ein Raspberry Pi drauf zu später. Und natürlich auch die Nextcloud selber muss darauf zugreifen. Deswegen ist es einfacher, diesen Orten hier quasi für jeden freizugeben. Denn so funktioniert ja auch DLNA. Da gibt es ja keinen Login im Normalfall, sonst
alles, was ihr in diesen Bereich reinpackt, ist für jeden in eurem Netzwerk sichtbar. Deswegen ist hier meiner Meinung nach so ein CH-Mod 777, den man sonst nicht verwenden sollte, hier dennoch möglich. So, hiermit sind dann auch schon die Vorbereitungen im Terminal direkt auf dem Server abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal nochmal in die Nextcloud rein. Auf der Nextcloud angekommen, müssen wir eine zusätzliche App aktivieren bzw. herunterladen. Und dafür gehen wir einfach hier oben einmal in den Bereich Apps hier einfach rein und suchen mal nach dem Wort External. Da müsste das eigentlich auch schon angezeigt werden. Da steht es auch schon External Storage Support. Das ist die App, die wir jetzt hier brauchen. Die ist eigentlich immer schon heruntergeladen, nur noch nicht bei Default aktiviert. Also aktivieren wir die jetzt kurz und dann können wir auch schon in die Einstellungen reingehen. Wichtig, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ihr Admin-User auf eurer Nextcloud seid, sonst geht das nicht. So, und dann gehen wir hier auch schon runter zu dem Punkt externe Speicher. Was wir jetzt hier ganz einfach machen, ist unseren Mini-DLNA-Ordner als externen Speicher einzubinden. Das ist die einfachste Möglichkeit, um hier eine Brücke zu schaffen. Man kann leider nicht einfach bei Mini-DLNA den Nextcloud-Datenordner hinterlegen. Das funktioniert eben auch aufgrund der Zugriffssteuerung hier nicht, aber auf dem Weg geht das ganz einfach. Nun, den Ordnernamen, das ist eben der Name, wie es nachher bei euch in den Nextcloud-Dateien angezeigt wird. Ich nenne den jetzt einfach hier mal DLNA, dann erkennt man das gleich. Jetzt müssen wir hier den Speichertyp auswählen. Das wäre in diesem Fall lokal, denn wir wollen ja auf einen Ort auf dem gleichen Server zugreifen, auf dem auch die Nextcloud läuft. Und da kopiere ich jetzt einfach hier wieder diesen Ordner rein, wo dann unsere Mini-DLNA-Daten liegen sollen. Hier können wir jetzt noch auswählen, welche Benutzer, welche Gruppen alle diesen DLNA-Ordner sehen sollen. Nun, das ist mir egal, ich lasse das jetzt hier frei, dann kann das grundsätzlich eigentlich mal jeder sehen. Ich bestätige das, wir bekommen einen grünen Haken, das bedeutet, dass eben auch der www.data-User, also Nextcloud selbst, Zugriff auf diesen Ordner hat. Und jetzt gehen wir mal zurück in die Dateien und dann sehen wir auch hier schon unseren DLNA-Ordner. Jetzt natürlich die Frage, wie kriegen wir Dateien hier rein? Also wir wollen hier irgendwelche Filme oder Videos, wie auch immer, dann darin sehen. Nun, das geht ganz einfach. In dem Fall hier einfach per Drag and Drop. Ich nehme einfach meinen Filmeordner, kann ich euch auch mal kurz zeigen. Da sind einfach zwei Charlie Chaplin-Filme drin. Und bevor einer hier irgendwas sagt, ja, die sind copyright-frei mittlerweile, die sind noch von 1900 irgendwann, also Anfang 1900. Und deswegen sind die copyright-frei mittlerweile. Das heißt, ich nehme jetzt einfach diesen Ordner, ziehe den hier in DLNA rein und dann seht ihr, haben wir hier drin auch den Ordner Filme. Ich bin jetzt hier nochmal kurz auf den Server via SSH gewechselt, nur um euch was zu zeigen, da müsst ihr jetzt nichts mehr einstellen. Ich gehe jetzt aber hier nochmal in den Mini-DLNA-Ordner rein, lasst mir hier mit ls den Dateiinhalt anzeigen und dann seht ihr, ist jetzt wirklich der Ordner Filme auch physisch darüber kopiert worden, der ist nicht nur verlinkt worden, das ist tatsächlich wichtig, sonst funktioniert hier eben das DLNA nicht so, wie wir das möchten. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, liegen da dann eben auch unsere einzelnen Filme. Zurück auf den Nextcloud habe ich mir jetzt hier mal einen neuen Ordner namens Musik hier eingerichtet. Den kann ich jetzt auch einfach öffnen und dann hier auch direkt, wenn ich möchte, über den Browser in mein DLNA-Verzeichnis Dateien zum Beispiel hochladen. Sollten natürlich dann Musikdateien sein, wenn ihr das so benennt. Und dann können wir dann nämlich später auch über DLNA darauf zugreifen. Die nächsten Schritte, die ihr jetzt hier auf der Nextcloud noch ausführen könnt, wäre einfach hier euren DLNA-Ordner, so wie ihr das eben möchtet, mit Dateien, mit Material zu bestücken. Und natürlich könnt ihr dann danach aber auch jederzeit, wenn ihr hier irgendwas in der Cloud habt, beispielsweise auch über den Verschieben-Dialog, also hier zum Beispiel Datei verschieben oder kopieren, von wo auch immer ihr gerade Dateien her habt, jederzeit in den DLNA-Ordner reinkopieren oder rein verschieben, wie ihr das möchtet. Und dann könnt ihr da dann später immer darauf zugreifen. Jetzt würde ich sagen, wechseln wir doch allerdings mal wieder in die andere Kameraperspektive, dann zeige ich euch, wie ihr das dann auf dem Fernseher hinzufügen könnt. Auf dem Nextcloud-Server ist nun alles konfiguriert und um euch jetzt hier die Funktionalität bzw. die Einrichtung von DLNA auf einem Fernseher zeigen zu können, habe ich mir hierfür mal stellvertretend einen Raspberry Pi mit Kodi hier an meinen zweiten Monitor ganz einfach über HDMI angeschlossen. Wieso zeige ich euch das jetzt nicht direkt an einem Smart TV? Das hat ganz einfach den Grund, dass wirklich jeder Smart TV irgendein anderes Betriebssystem drauf laufen hat. Und selbst wenn ihr bei einem Hersteller bleibt, hat der je nach TV-Größe, je nach Modellreihe wieder unterschiedliche Betriebssysteme. Das bedeutet, wenn ich euch das hier erkläre, hat wirklich nur eine ganz kleine Gruppe was davon. Kodi ist allerdings genauso wie Nextcloud kostenlos und Open Source. Das kann, wer möchte, jeder eben installieren auf seinem Raspberry Pi und HDMI sollte auch jeder Fernseher haben. Also das ist wirklich was, wo dann wirklich die meisten Leute nachbauen können. Also würde ich mal sagen, fangen wir doch hier mal in Kodi mit der Einrichtung an.
Nun, als erstes hier in dieser Ansicht, wie ihr seht, das ist bei mir hier ein komplett leeres Kodi, gehe ich jetzt hier unten zu dem Punkt zu Dateien. Damit kann ich dann nämlich hier neue Quellen hinzufügen. Ich gehe jetzt hier unten auf den Punkt Videos hinzufügen, ganz einfach. Dann hier in dem Fenster gehe ich auf Durchsuchen und dann habe ich hier auch schon den Punkt UPnP-Geräte. Das steht im Endeffekt für DLNA. Wenn ihr diesen Punkt hier nicht seht bei euch in Kodi, dann liegt es daran, dass ihr den DLNA-Support noch nicht aktiviert habt. Das geht ganz einfach in den Kodi-Einstellungen und dann eben den Punkt Dienste bzw. Services und dann könnt ihr das da ganz einfach mit einem Haken aktivieren. Also wählen wir jetzt hier mal den Punkt UPnP-Geräte aus und wunderbar, hier werden uns auch schon diverse Sachen angezeigt jetzt, zumindest in meinem Fall hier, da ich hier in meinem Netzwerk einige DLNA-Geräte am Laufen habe. Aber ihr könnt euch hier wahrscheinlich schon denken, das was wir brauchen, ist hier Nextcloud Mini DLNA, den wähle ich jetzt hier aus. Und dann können wir jetzt hier auch schon einen Ordner auswählen bzw. die Struktur dann eben nach unseren Wünschen hier hinzufügen. Es wird jetzt hier automatisch versucht, quasi von DLNA zu erkennen, was ist Musik, was sind Bilder, was sind Videos. Aber ich habe mir das selber eigentlich schon ganz gut hier angelegt, eben mit diesen Ordnern hier in Nextcloud. Deswegen sage ich, soll das jetzt hier mein Stammverzeichnis sein. Gehe auf OK, dann wird das hinzugefügt. Ich könnte hier unten noch den Namen ändern, brauche jetzt aber nicht, das passt mir und gehe auf OK. Jetzt sehen wir hier auch schon in der Ansicht, haben wir was Neues hinzubekommen und zwar eben Nextcloud Mini DLNA. Da gehe ich jetzt dann hier auch einmal drauf. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier genau die gleichen Ordner, wie wir sie eben auch in der Nextcloud erstellt haben. Den Bilderordner habe ich vorhin noch hinzugefügt, bevor ich das jetzt hier dann quasi aufgezeichnet habe. Nun würde ich sagen, gehen wir mal in den Ordner Filme rein und wir sehen auch hier schon meinen Charlie Chaplin Film, den schauen wir uns jetzt mal an. Wie ihr seht, wunderbar, der wird hier natürlich jetzt abgespielt, das breche ich jetzt hier wieder ab. Also da könnte ich mir das Ganze jetzt eben, wenn ich möchte, anschauen. Das gleiche gilt natürlich hier auch für Bilder, könnte ich mir jetzt dann eben hier auch anzeigen lassen, wenn ich das möchte. Und natürlich auch bei Musik gilt das gleiche, auch die kann ich dann hier ganz einfach abspielen. Das ist natürlich auch hier copyright-freie Musik, sodass ihr die dann auch hören könnt. Wie ihr seht, ist es gar nicht so kompliziert, das DLNA-Feature zu seiner Nextcloud hinzuzufügen. Und wie ich finde, kann man von dem Feature wirklich profitieren, denn man kann dann ganz schnell eben gewisse Inhalte, Medien, Videos, Bilder, wie auch immer, auf seinem Fernseher dann zum Beispiel auch Freunden präsentieren. Ich hoffe natürlich wie immer, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und falls ihr Probleme bei dieser Installation hattet oder noch allgemeine Fragen zum Thema Nextcloud habt, dann schreibt mir sehr gerne eine E-Mail an cloud@apfelcast.com. Ansonsten habe ich euch hier auf dieser Seite noch weitere Videos zum Thema Raspberry Pi und auch zum Thema Nextcloud verlinkt. Falls ihr das noch nicht getan habt, dürft ihr auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren und ihr findet in der Beschreibung auch den Link zu meinem Patreon-Kanal. Da findet ihr auch interessante Videos rund um die Themen, die ihr hier auch bei mir schon von YouTube gewohnt seid. Nun also zum Schluss, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.